willkommen, meine lieben YouTuber. Willkommen auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950. Kurzes Gesundheitsupdate hier. Gesundheitsupdate, Check. Ja, seit Donnerstag, wie gesagt, Husten, Schnupfen, starke Kopfschmerzen, starker Schüttelfrust, Gliederschmerzen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Hitzewallungen, ordentlich am Schwitzen, am Frieren. Manche Sachen schmecken, manche Sachen nicht schmecken. Oder wenn dann immer nur so, dass der Geschmack kurz da war und dann wieder auch schnell weg war. Außer Produkte, die salzig geschmeckt haben oder irgendwas halt, was so sehr, sehr intensiv war, konnte ich besser schmecken als wie jetzt Kaffee oder sonst irgendwas. Ja, auf jeden Fall geht es mir heute besser als wie gestern. Also das viele Schlafen und Schwitzen und viel Ingwertee trinken mit frisch gepresster Zitrone und Waldhonig vom Imker hat schon sehr, sehr gut geholfen. Und natürlich hat der Körper ja auch einen Heilungsprozess, wenn er auch schläft. Und wenn der Körper natürlich auch krank ist und wenn man da auch natürlich ein bisschen Fieber hat und schwitzt, dann weiß man, das Immunsystem arbeitet und es ist noch nicht ganz im Arsch. Ja, auf jeden Fall könnt ihr sehen, ich sehe jetzt besser aus als gestern. Die anderen Tage wollte ich nicht vor die Kamera gehen, weil da hätte ich noch nicht mal die Kraft gehabt, dieses Stativ hier zu halten. Ja. Jetzt habe ich mir für Donnerstag schon einen aktuellen Corona-Test gekauft. Ich habe mich selbstverständlich seit letzter Woche Donnerstag bis Montag getestet. Meine Testergebnisse waren Gott sei Dank negativ. Und den Test, den hebe ich mir jetzt halt auf für den Besuch dann in der Werkstatt, weil ich möchte dann meine Simson mit meinem Kumpel zusammenschrauben. Dort sind übrigens die kompletten, also dort ist übrigens die komplette Elektronik komplett neu. Also wir haben eine neue Grundplatte, genannt Lichtmaschine. Wir haben ein neu gebrauchtes Hohlrad. Dann die Schläuche für die Ölpumpe oder wie sich das nennt, weil ich habe ja getrennt, bei meiner Simson ist ja getrennt gemischt, also ich habe ja einmal ein Behälter für Benzin und einmal ein Behälter für Öl und da war ja der Schlauch vom Ölbehälter, der unten dann zu der Ölpumpe geht, weil wie sich das da schimpft, der war ja kaputt, deswegen hat es ein bisschen getröppelt hin und wieder mal. Gott sei Dank war der Tank nicht voll. So hat es nicht viel getröppelt, aber jetzt ist der auch, ja, ist der auch schon seit länger, geraumer Zeit getauscht. Ja. Neuen Unterdruckschlauch, neuen Benzinschlauch, neuer Filter oder Benzinfilter hat sie ja bekommen. Auch schon seit etwas geraumer Zeit. Und dann haben wir ein neues Blinkerrelais und viele andere Sachen. Ich komme jetzt gerade nicht auf diese Namen, wie das jetzt alles heißt. Auf jeden Fall ist die gesamte Elektronik jetzt gemacht. Sind da nur noch ein paar fehlende Teile, die noch eingebaut werden und angeschlossen werden. Und dann wird nochmal alles durchgemessen und alles sauber gemacht und zusammengebaut und dann werde ich meine Simson nochmal schön polieren, nochmal das Beste aus dem schönen alten Stück rausholen und dann im Mai ist ja dann schon in Sachsen-Anhalt in Thale das DDR-Treffen. Selbstverständlich habe ich mich schon erkundigt, es gibt dort sogar einen Campingplatz,
wo wir dann für unter 10 Euro mit unserem DDR-Hauszelt campen können. Wir können selbstverständlich auch uns eine Hütte dort mieten. Möchte ich aber nicht. Ich bin glücklich mit wenig und gebe mich auch mit einfachen Sachen zufrieden. Somit reicht mir das vollkommen aus. Ja. Jetzt werde ich mich halt weiter schonen und weiter schön viel Tee trinken, schön die Wohnung lüften und jetzt noch ein bisschen Haushalt machen, noch jetzt schön mein Bett wieder frisch beziehen. Und die Bettwäsche, die ich schon abgezogen habe, die werde ich jetzt gleich noch waschen. Noch ein bisschen hier Schallplatte hören, Abendbrot vorbereiten und ab und zu mal hier so ein bisschen im Dorf, wenn das gerade nicht regnet, so wie heute, werde ich auch ein bisschen spazieren gehen. Aber auf jeden Fall fühle ich mich heute schon fitter als wieder vor. Zumindest rieche ich was, nur schmecken kann ich noch nicht so. Manche Sachen schmecke ich, manche nicht. Ja. Ja, und wie ich schon bereits erwähnt hatte, dann für Donnerstag für die Werkstatt. Ich habe einen aktuellen Corona-Test. Den mache ich dann, dass ich dann auf Nummer sicher gehen kann und niemanden irgendwie infiziere oder sowas. Klar ist man immer nach irgendeiner Grippe natürlich immer noch ein bisschen dann schwach und auch sehr, sehr leicht kann man auch wieder rückfällig werden und sowas alles. Aber wenn man dann ein bisschen auf seinen Körper hört und sich ein bisschen schont, weil man hat ja auch diesen Heilungsprozess im Schlaf, ganz normal. Und wenn man auch weiß, dass man auch ein bisschen Fieber kriegt und auch ein bisschen schwitzt, dann weiß man, ah, das Immunsystem arbeitet. In dem Sinne hat es bei mir gearbeitet. Ja. Und man fühlt sich auf jeden Fall dann wieder fitter. Man ist zwar schwach und noch nicht so vielleicht ganz auf dem Damm, aber man fühlt sich fitter, weil, ja, wie soll man das sagen? Man arbeitet, 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 egal ob jetzt im richtigen Beruf oder jetzt hier was fürs Museum oder fürs Hobby. Jeder hat ja so seins, wie er im Leben versucht, jeder hat so seins, wie er versucht, im Leben hochzukommen. Der eine dies, der andere das, nur irgendwann wird es halt eben zu viel. Beim einen früher, beim anderen etwas später und dann, klar, meldet sich auch mal der Körper und sagt so, Schluss. Ne? In dem Sinne war das so der Fall. Und ja, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt mir gewogen treu. Liked und abonniert meinen Kanal. Unterstützt mich. Und auch wenn es vielleicht, wie ich das ja schon bereits erwähnt hatte, auf meinem Kanal nicht so extrem abgeht wie bei anderen Leuten, ich habe leider Gottes als Frührentner mit meiner Schwerbehinderung nicht so das Geld, dass ich jetzt jeden Tag mit der Bahn oder mit meinem Roller irgendwo hinfahren kann auf Flohmärkte oder Haushaltsauflösungen und kaufe jetzt alles aus den 50er, 60er Jahren auf oder aus der DDR. Auch die gebrauchten Sachen haben ihre stolzen Preise und es bringt nichts, wenn ich dann nur für Likes oder für Abonnenten quer durch halb Europa fahre hier oder in Deutschland fahre und dann alte Sachen anschaffe, die ich mir dann vielleicht sowieso nicht leisten kann, dann verzichte ich lieber und versuche ich irgendwie dann anderweitig zu unterhalten, indem wir dann diesen Gang zum Museum machen, im Grenzlandmuseum Teistungen oder auf irgendwelchen Oldtimer-Treffen sind oder. Weil das, was ihr hier so von mir kennt, ja, es ist nicht viel, es ist ausreichend, mir persönlich gefällt es und jetzt so extrem zustellen wollte ich mich auch nicht. Es ist ein Museum, aber es ist auch zugleich auch hier mein Haushalt und meine Gegenstände, die ich halt im Alltag nutze, die damals andere Leute zu der aktuellen Zeit, die ja heute nicht mehr ist.
genutzt haben, die ich jetzt halt in dieser modernen Zeit halt weiter nutze. Klar, auch mal so kleine Arbeiten und auch kleine auch mal ein paar Sachen aufarbeiten, die man so kann. Ja, aber es muss halt alles im Rahmen bleiben, weil die Gesundheit ist, wie gesagt, unbezahlbar und man weiß immer nicht, was im Leben so kommt. Und für Abonnenten und für Likes sich jetzt die Hütte hier vorstellen und dann sich nicht mehr bewegen können und dann dieses schöne Gesamtbild kaputt machen, will ich auch nicht. Weil, wie ich bereits ja schon zu vielen Menschen gesagt habe, wir brauchen nicht im Leben viel, um glücklich zu sein. Ich bin mit weniger glücklich, habe aber dafür etwas mehr Zeit vom Leben. Warum? Weil ich mir nicht so viel materielle Gegenstände anschaffe, sondern halt nur das, was mir gefällt, im kleinen Rahmen. Das kann ich bewusst sagen, weil ich früher sehr, sehr viele Sachen hatte, neue und gebrauchte, in verschiedenen größeren Mengen. Aber glücklich war ich damit auch nicht. Ehrlich gesagt war ich damit überfordert. Habe mich dann davon getrennt und habe mich dann halt so in dem Stil eingerichtet, so dass es halt überschaubar ist und nicht zu viel ist. Und bin damit glücklich, habe weniger Stress. Klar werde ich auch mal krank, aber ich merke auch weniger Stress und seltener krank. Natürlich hat damit auch die Ernährung was zu tun, aber unter anderem auch, weil ich halt weniger Stress habe und weil ich auch auf meinen Körper höre. Und da ich ja chronisch krank bin und zu 80% schwer behindert, bin ich sowieso eingeschränkt und muss sowieso ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt mich komplett vom Leben abschottern tue. Nein, nein, ich passe halt nur ein bisschen auf. Und wenn der Körper sagt, so, Schluss, dann ist auch Schluss. Und dann wird auch nicht irgendwie mit Ach und Krach versucht, dort noch das Letzte so rauszuquetschen oder wie auch immer. Ja, in dem Sinne, hoffentlich sehen wir uns in Kürze wieder und können dann noch unsere Tour machen. Entweder mit der Bahn oder mit meiner Simson und mit Anhänger, denn es geht nochmal nach Celle, Niedersachsen. Ich habe euch das ja schon in meinen Kurzvideos so verfilmt. Ich habe mir ja dieses Stellaphon-Tonbandgerät gekauft über eBay Kleinanzeigen. Für sehr, sehr kleines Geld, also noch nicht mal 100 Euro, noch nicht mal 60 Euro. Ziemlich weit unten. Aus einem tierfreien Nichtraucherhaushalt, ein Familienerbstück. Und ja. Natürlich mit Tonbändern und mit allen anderen Sachen. Das habe ich ja so in meinen Kurzvideos so ein bisschen, glaube ich, gezeigt. Wenn ich mich da noch recht erinnern tue, ich meine aber schon. Das wird auf jeden Fall klappen. Und alles andere sehen wir dann. Weil ihr wisst ja, wie das ist, ne? Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Auch zum Beispiel diese Geburtstagsreise, die ich quasi geplant hatte, ins Grenzlandmuseum mit meinem Kumpel und mit der Überraschung, die ich jetzt noch nicht verraten möchte, die hat leider auch noch nicht geklappt. Jetzt, weil ich halt krank war und weil ich halt auch durch den Stress der letzten Wochen auch viele andere Termine verschieben musste. Und jetzt, wo es eigentlich klappen sollte am Wochenende, klappt es bei meinem Kumpel nicht, weil der ist auch erstmal mit seiner Family in Urlaub und somit wird das auch wieder verschoben. Und ja, bis dahin haben wir vielleicht auch noch ein besseres Wetter als jetzt. Und dann hoffen wir mal auf ganz, ganz viele Videos bei mir. Unterhaltung, Spaß, Abenteuer, Fun und Lachen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In dem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und ja,
Tschüss.